Hey du, ja genau du. Ich befehle dir hiermit beim Sober Oktober mitzumachen. Das bedeutet, dass du im Oktober keinerlei Drogen zu dir nehmen darfst. Ich und viele meiner Kameraden werden auch dabei sein. Falls wir ihn dabei erwischen, der sich nicht an die Regeln des Sober Oktober hält, werden wir ihn mit Spott und Häme auslachen. Ich befehle dir, das Gleiche zu tun. Ja, Drogen nehmen ist cool, aber nicht im Oktober. Wow, direkt zwei Open-Mind-Videos hintereinander. Falls ihr mein Mescalin-Video von gestern nicht gesehen habt, zieht es euch nach diesem Video rein. Einer meiner besten Videos. Ja, ich mache dieses Jahr den Sober Oktober. Das bedeutet, im Oktober keinerlei Drogen nehmen. Also ich werde nicht mal Koffein nehmen. Und weil ihr gerade dieses Video seht, müsst ihr das Gleiche tun. Ursprünglich bedeutet Sober Oktober ja nur kein Alkohol trinken. Aber wir machen hier das Ganze wirklich im Monk-Mode. Keinerlei Drogen im Oktober. Aber ich habe im Oktober Geburtstag und mach da eine fette Party. Okay, dann mach halt da für diesen einen Tag eine Ausnahme. Aber meine Mutter hat im Oktober Muttertag. Okay, aber dann den Rest des Monats auf jeden Fall nüchtern bleiben. Aber ich schaue dieses Video gerade erst am 10. Oktober. Okay, dann mach halt ab heute dann. Aber ich habe mir leider schon vorgenommen, jeden Tag im Oktober Drogen zu nehmen. Willst du mich verarschen? Nein! Sober Oktober! Nee, lass uns da so eine coole Community-Sache draus machen. Es wäre echt cool, wenn viele von euch dabei wären. Im Oktober keinerlei psychoaktive Substanzen. Schickt dieses Video hier in eure Freundes-WhatsApp- oder Telegram-Gruppe, dass ihr euren ganzen Freundeskreis dazu animiert. Dann wird das Ganze bestimmt sehr viel leichter durchzuhalten. Oder ich habe im angepinnten Kommentar noch so eine witzigere, kurze Version zum Thema Sober Oktober. In der Open Mind App haben wir auch extra ein paar Sober Oktober-Features eingebaut. Man sieht da jetzt beispielsweise eine Sober-Streak. Es gibt bestimmt ein paar, die das schauen, die wissen, dass sie sowieso schon zu viel Drogen nehmen und nur auf einen Zeitpunkt gewartet haben, wann sie jetzt irgendwie mal weniger konsumieren. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und es gibt auch viele Leute, die das schauen, die jetzt nicht unbedingt endes Drogenproblem haben, so wie ich. Aber ich habe jetzt dieses Jahr mindestens einmal im Monat irgendwas genommen. Und von dem her finde ich es eine sehr coole Challenge, in dem Monat jetzt wirklich gar nichts zu nehmen. Besonders auf Partys wird man da seine Willensstärke sehr gut unter Beweis stellen können. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mitmacht. So, ich muss jetzt eine Droge nehmen, weil jetzt ist der 30. September und ich will im September auf jeden Fall noch diesen Erfahrungsbericht rausbringen. Und im Oktober kann ich das ja nicht drehen. Nur durch die erfolgreiche Absolvierung des Sober Oktober darfst du den Titel des willensstarken, nichtsüchtigen Konsumenten in Anspruch nehmen. Schicke dieses Video an eine Person, der es deiner Meinung nach gut tun würde, am Sober Oktober teilzunehmen.